15.03.2021. Hier wieder ein tolles Paradebeispiel für meine Kategorie Mensch und Maschine. Der Kran ist in Bewegung, die Ketten und Schlops sind gelöst. Jetzt schwenkt der Kran auch. Oh, fantastisch anzuschauen. Der Mann geht auf den Abstieg. Das dritte Bauteil wird angehoben. Der Mann, der da oben steht, der ist natürlich verantwortlich, dass das Bauteil jetzt passgenau angedockt wird. Er ist natürlich durch entsprechende Sicherungsgurte gesichert, dass er nicht herabstürzen kann. Jetzt muss er das genauestens, also wirklich genauestens, millimetergenau ausrichten. Muss natürlich auf seine Finger aufpassen, dass die da nicht eingeklemmt oder dass er da zu Schaden kommt. Also mächtig stolz, das hier erlebt zu haben, mit euch gemeinsam. Ihr könnt es ja jetzt gucken, wenn ich das Filmchen zusammengeschnitten habe. Ja, ungefähr so wie dieser Sendemast wird auch der, den ich eben gezeigt habe, dann aussehen. Man sieht das auch hier, hat ebenso nochmal einen Aufbau erhalten, wo auch Sendeantennen montiert sind. Mensch und Maschine. Mensch, oh Mensch, Meier. Ist das nicht klasse? Wunderbar! Und das aus dem Herz zum Pilserwald. Schön!